Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Projekt. Wir spielen Mega Man 2 für den Game Boy. Ja, ich habe zurzeit ein bisschen wieder Mega Man Feeling bekommen. Ich dachte, wenn ich schon die ganzen NES-Teile mache, dann haue ich doch mal weg nochmal die anderen Game Boy-Teile mal raus. Das könnte ich auch mal machen, damit ich auch ein bisschen mehr Auswahl von Mega Man Spielen habe auch. So, und dieses kranke Intro da ist normal bei Game Boy. Oh mein Gott, hört sich ja gerade so an. Egal, das zocke ich jetzt. Game Start. So, wir haben 4 Gegner vor uns. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wen ich zuerst nehmen soll. Wer kann sich denken, wenn ich Mega Man 2 auf NES gespielt habe, wen nehme ich denn zuerst hier? Muhaha. Metal Man. Oh, Metal Man. Ich habe ihn vermisst. Den guten Metal Man. Oh Mann, ey. Muss mich hier gerade, sorry, gerade ein bisschen still, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen ungewohnt, ey. Meine Fresse ist das hier. Boah. Die Musik ist ein bisschen komisch. Okay, hier ist noch alles so bekannt und so. Das ist nur. Das ist komisch, muss ich sagen. Komisch, auf Gameboy zu spielen wieder. Sehr komisch. Und. Ja. Das lässt sich eingewöhnen. Sounds ein bisschen. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Nicht gerade. Ah, ich kann. Ach, der kann schon sliden hier. Okay. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Das ist jetzt nämlich auch ein bisschen ungewohnt. Ja, toll. Oh, sliden muss immer. Ja, toll. Ich sterbe jetzt schon. Wow. Nice. Ich muss mich so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen ungewöhnen jetzt hier. Es ist. Soll ich das da definieren? Es ist echt gewöhnungsbedürftig jetzt hier gerade. Vor allem, es ist gerade. Der Bildschirm. Es ist einfach ein bisschen zusammengequetscht hier alles. Und da muss man halt sich ein bisschen hier ja umgewöhnen. Und vor allem. Die Art der Treffer und so und boah. Okay, ich sehe gerade, wenn man sich auflädt von Energie, dann bleibt er weiter. Bleibt kein Stand. What the fuck? Wo kam der denn her? Der hab ich jetzt gar nicht richtig erkannt. Voll hier surprising hier. Ui. Ja, wie soll ich sagen? Es ist im Moment ist jetzt hier sehr gewöhnungsbedürftig hier von NES auf Game Boy. Das muss ich gerade echt sagen. Ja, es ist echt sehr wohl gewöhnungsbedürftig. Ich muss gerade sagen, what the fuck? Okay, Musik ist aber grauenhaft, muss ich echt sagen. Also nichts zu einem tollen, der gut Musik mag, aber hier, das hört sich ja echt grauenvoll an, Musik. Es ist. Oh, naja. Egal, lass ich mich nicht davon groß strunzeln. Hoch mit den Hunseln. Okay. Yeah. Oh, schade. Geht's. Komm her, guck mal. Also. Also Soundeffekte sind echt nicht das Wahre. Was ist denn hier noch mehr? EN? EN? What the fuck ist EN? Egal. La 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 da, 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 da. Also, da muss man jetzt mal richtig hier wach werden. Zack, 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 zack. Das ist sehr. Das ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich echt sagen. Ey, oh, ich bin halt gewohnt, so ein bisschen größeren Bildschirm. Und jetzt ist alles so gequetscht. Aber okay, es ist Game Boy. Ich sag's oft genug, aber. Ja. Spielt es selber, dann wisst ihr, was ich meine. Okay. What the. Jetzt wird es mal hier lustig. Ja. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Komm her, Metal Man.
Ich besiege dich damit links. Und tschüss. Okay. Das ist jetzt auch mal eine ganz andere Version. Oh. Ja, was explodiert, wird wieder auseinander geht, wird wieder zusammengeflickt. Und da kommt auch Mega Man Wood Rush. Zeigt mit Finger nach links. Guck mal, da, was haben wir denn hier? So, mein kleines Tuk-Tuk. Joghurt Metal Blade and Rush Marine. Metal Blade. Ich grinse schon wieder. Jeder, der weiß, dass ich bin ja ein sehr, sehr großer Mega Man 2 Fan von der NES-Version jetzt. Und ich liebe die Metal Blades. Ich liebe sie sehr. Woodman. Ja, wie heißt, was ist die Story technisch? Nichts Großes. Dr. Wily will Rache nehmen und hat nochmal die Roboter aus den vorigen Teilen wieder her zurückgeholt. Also sprich, wir treffen hier, werden hier wieder auf Mega Man 2 Bosse treffen. Und nachher werden nochmal vier andere aus dem dritten Teil, aus der NES-Version tauchen. Auftauchen. Und wie wird denn jetzt die Metal Blade abgefeuert? Mit als Armkanone. Okay. Bisschen ungewohnt. Das weiß man ja, er bewirft das ja. Okay, zack. Nein, mit der Metal Blade wird es so schnell gehen. Da bin ich mal eben schnell hier am Durchzocken. Irgendwie sieht mir jetzt sehr, sehr nah den Mega Man 2 Teil auch aus, da wie es aufgebaut ist. Da ist nichts. Und das Scheiße, das hast du wie wirklich über Mega Man 2 aufgebaut hier. Da hätte ich mal ein bisschen mehr Erwartungen gehabt da bei dem Teil. So wie bei Mega Man 1 auf Game Boy, da wurden ja auch die Levels ein bisschen vom Aussehen her, vom Weg her zum Boss wurde da ein bisschen geändert. Beispiel bei Eggman und Cutman, da wurde auch geändert. Okay. Muss aber ich sagen, die Musik, die ist echt. Naja. Musik muss ich echt sagen. Dickes Minus muss ich da echt geben. Da wird man ja total bekloppt von. La 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 la. Ist eigentlich leicht hier durchzugehen. Zack. Wie? Hulsa! Oh, der ging mal Wasser leicht. Leichter nach unten. Was ist das denn? Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Also, ich finde gut, dass bei der Aufladezeit der Lebensenergie keine Wartezeit ist. Dass du da doof stehen bleibst. Ich bin sofort aufgeladen mitten beim. Wie geht's? Warte mal, ich kann die mit Metal Blades jetzt besiegen? Okay. Bei Mega Man 2 war das auf der NES-Version war es nicht möglich. Cool. Hey, cool! Das ist nice. Also. Das ist. Also, da muss ich echt sagen, das ist jetzt sehr leicht, muss ich sagen. Verdammt leicht. Oh, Woodman. Ich kriege so Angst vor dir. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Du Scheiße. What the hell? Der ging aber wirklich schneller platt als bei NES. Geister hat hier ein bisschen das Schwierigkeitsgrad einfacher gemacht wurde auf dem Gameboy. Ich habe da ein bisschen mehr Herausforderung jetzt erwartet hier. Weil ich dachte immer, die Gameboy-Teile sind auch ganz schön schrecklich. Egal. Chris Arbeiten. Ich mache hier mal ein Cut-Ende und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Mega Man 2 für Gameboy. Also, bis später.